Wir wollen jetzt das Integral von 0 bis 1 über x² mit der Sehnentrapezregel berechnen. Wie geht das? Was muss ich jetzt hier machen? Ja, bitte. Also 0 plus 1. F von 0. Also 0 F von 1. Weiter, halbe mal. 1 minus 0. So, und das F von 0 ist? 0, das F von 1 ist 1. Ja, klar, weil es ein Quadrat ist. Jawohl, und ist das okay. Ist mal 1. Mal 1, jawohl. Und das gibt dann? 1,5. Das tatsächliche Integral können Sie ja rechnen und dann können wir auch sehen, wie genau das hier war. Das heißt, wenn Sie jetzt das Integral von 0 bis 1 über x² dx exakt berechnen, dann ist das x hoch 3 Drittel an den Grenzen 0 bis 1 und das ist 1 hoch 3 Drittel minus 0 hoch 3 Drittel, das ist 1 Drittel und Sie sehen, das 1 Drittel ist ein bisschen kleiner als das 1,5. Also da sehen Sie, haben wir einen Fehler von 1/6 gemacht. Gibt es da Fragen dazu?